Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, wenn ihr neu seid. Ich bin Pionier Daniel und bei mir dreht sich ums Thema Goldsuchen. Heute ist mir ein Geistesblitz gekommen und zwar habe ich zufälligerweise erfahren, dass in einem goldführenden Bach eine neue Straße durchgebaut wird. Den schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin heute mal auf einer Baustelle unterwegs und zwar ist hier eine Straße neu gebaut worden durch ein goldführendes Gebiet. Also hier gibt es ganz viele Goldseifen. Und das ist alles Originalboden. Da hat noch nie jemand drin gegraben. Ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal eine Probe mit. Schauen wir uns das unten am Bach mal an, ob da was drin ist oder Spuren überhaupt drin sind. Hier ist der angrenzende Wald und hier sind zum Beispiel überall noch Schürfgräben zu sehen. Also wenn man hier mal rumschaut, ist überall der ganze Wald durchzogen von solchen Schürfgräben. Die wurden eingesetzt, um auf der Oberfläche irgendwelche Seifen zu finden. Welche Steine liegen hier rum? Erste Pfanne. Mal schauen, was drin ist. Glimmer haben wir auf jeden Fall drin. Okay. Wird noch ein bisschen reduziert. Seht ihr den Punkt? Ganz kleiner. Nehmen wir mit.
Die ist natürlich immer ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber man muss natürlich da dranbleiben und sich da ein paar Proben anschauen, denn eine allein ist jetzt nicht aussagekräftig. Aber grundsätzlich in der Gegend hier ist jede Menge Goldseife vorhanden. Die wurde unten im Boden abgebaut und die kann natürlich hier genauso noch vorhanden sein. Meine drei Proben, die ich jetzt hier habe, die nehme ich mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet es spannend und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Over and out.